Du hast deine Wahlunterlagen erhalten, aber bist dir gar nicht sicher, wie Wählen eigentlich geht? Mit diesem Video wirst du in 30 Sekunden zum Wahlprofi. Wetten? Meistens sehen die Wahlunterlagen so aus. Und so macht man sie richtig auf. Sei ein bisschen vorsichtig dabei. Drinnen findest du deinen Stimmrechtsausweis, dein Wahlkuvert, die Wahlzettel für die Kantons- und Regierungsratswahlen und viele andere Unterlagen mit Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Am besten legst du dir alles so bereit. Graues Kuvert, Stimmrechtsausweis, Wahlkuvert, Wahlzettel Kantonsratswahlen und Wahlzettel Regierungsratswahlen. Zuerst wirst du den Regierungsrat wählen. Unsere Empfehlung: Carmen Walker-Späh und Thomas Vogel, ist ja klar. Und danach wählst du am besten die Liste 3 der FDP unverändert in den Kantonsrat. Bist du bereit? Okay, Achtung, fertig, los geht's. Oberster Zettel, die Regierungsratswahl. Carmen Walker-Späh in die erste Zeile schreiben und Thomas Vogel in die zweite. Next, jetzt kommt das große Dossier dran. Einfach aufblättern, die Liste 3 der FDP raussuchen, nichts ausfüllen und direkt mit dem ersten Zettel der Regierungsratswahl in das Wahlkuvert stecken. Das ist das mit den Löchern. Etwas befeuchten und fast hast du es geschafft. Jetzt noch den Stimmrechtsausweis unterschreiben, Wahlkuvert und Stimmrechtsausweis ins große graue Kuvert stecken, fertig. Aber stopp, noch nicht zukleben. Überprüfe, ob dein Stimmrechtsausweis auch so eingelegt ist, dass die Adresse des Wahlbüros von außen sichtbar ist, nicht deine eigene. Sonst bekommst du nämlich bald Post von dir selbst. Zukleben. Und jetzt bist du aber echt fertig. Wir machen Zürich. Mehr Infos unter wir-machen.ch.